zwei Informationen, bevor das Video startet, aus dem Schnitt. Das Videomaterial, was ihr im Hintergrund seht, auf dem Steam Deck, habe ich nochmal im Nachhinein aufgenommen, damit es ein bisschen schärfer ist. Das war mir videoqualitätsmäßig ein bisschen zu unscharf, deswegen wird es hier und da zwischen Stimme und dem, was ich tue, ein bisschen unsynchron sein. Außerdem werdet ihr hier und da ein paar Bildstörungen sehen. Das ist auch leider der Kamera geschuldet. Das Bild sieht auf dem Steam Deck natürlich sehr viel besser aus als das, was ihr auf der Kamera seht, beziehungsweise auch im Video seht. Keep that in mind, also behaltet das im Hinterkopf und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Heute geht es, wie versprochen, um das Steam Deck, Emu Deck, PlayStation 5 Remote Play und wie man Launcher installiert, um Diablo zu spielen, unter anderem, oder Fortnite oder andere Launcher-Spiele. Gibt ja den Epic Game Store, Battle.net, was es da nicht alles an Launcher gibt. Ich bin da auch nicht so der Mega-Profi drin, aber für mich ist natürlich wichtig, wie kann man Diablo auf dem Steam Deck spielen, und das zeige ich euch heute in diesem Video. Ich würde sagen, das erste, was wir uns anschauen, ist das Emulieren, weil das Emulieren ist das komplizierteste, deswegen jetzt, wo eure Aufmerksamkeitsspanne noch am höchsten ist, zeige ich euch, wie man die ganzen Emulationsspiele auf dem Steam Deck installiert. Und dazu müssen wir einmal auf den Steam-Button drücken, auf ein, aus und dann in den Desktop-Modus wechseln. Weil nur im Desktop-Modus kann man wie an einem normalen PC die ganzen Spiele und Programme und so weiter installieren. Wenn ihr hier seid, habt ihr hier mit dem Touchpad die Möglichkeit, die Maus zu bewegen, sobald er hier ein bisschen geladen hat. So, jetzt geht's los. Und dann seht ihr oben schon ein paar Sachen. Einerseits natürlich die Spiele, die ich von Steam direkt installiert habe. Und auch Emu Deck. Emu Deck ist ein Programm, was ihr euch erstmal selber runterladen müsst. Dafür geht ihr ins Internet mit eurem Browser. Ich habe jetzt hier Google Chrome und sucht dort nach Emu Deck Steam. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das runterladen und in eurem Dateimanager, der lustigerweise Dolphin heißt, unter Downloads oder wo auch immer, installieren. Und sobald ihr es installiert habt, könnt ihr es auch öffnen. Das mache ich jetzt mal eben. Die Installation zeige ich euch jetzt nicht. Das dauert erstens viel zu lang und ich habe es auch schon installiert. Es solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen, wenn ihr schon mal einen PC benutzt habt. Und wenn ihr hier drin seid, das wurde vor kurzem mal geupdatet, das sah früher anders aus, habt ihr erstmal viele Möglichkeiten, die euch ein bisschen erschlagen. Hier gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die interessant sind, beziehungsweise drei, falls ihr eure ROMs vom PC holen wollt, beziehungsweise mit einem USB-Stick installieren wollt. Das ist einerseits der Punkt Quick Settings. Dafür geht ihr auf Konfigurieren und hier könnt ihr für jeden Emulator genau sagen, was, wie es angezeigt werden soll. Ich finde wichtig, weil ich vor allen Dingen GameCube und N64 spiele, da sind wir hier natürlich richtig, dass man N64 in 16:9 hat und auch GameCube in 16:9 hat. Das war für mich ganz wichtig, den Rest spiele ich tatsächlich gar nicht so viel. Hier werden natürlich alle möglichen angezeigt und da könnt ihr ein paar Sachen auswählen. Das ist sehr wichtig. Und dann geht es natürlich darum, die Emulatoren zu installieren, die ihr braucht. Und dafür würde ich euch empfehlen, erstmal einfach per se bei der ersten Installation alle zu installieren. Das ist einfacher, als sich die später irgendwie rauszusuchen. Emulieren kann das Steam Deck eigentlich alles, bis auf PlayStation 3 und PlayStation 4, glaube ich. Und natürlich die neuen Xbox-Konsolen. GameCube, Wii U und Switch funktionieren. Switch mit Abstrichen. Und ansonsten eigentlich alles, was ihr euch vorstellen könnt. 3DS, PlayStation Vita, N64, GameCube, PlayStation 2, PlayStation 1, eigentlich alles. Jetzt natürlich wichtig, wie bekommt ihr die ROMs, die ihr habt, für Spiele auf euer Steam Deck? Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr auf euren Browser und ladet euch die da runter, wo ihr sie her habt. Vielleicht von eurem AirDrop oder sonstiges. Dazu werde ich nicht viel sagen, weil ihr wisst, das ist so ein Grauzonen-Thema. Ist nicht wirklich... Lassen das Thema einfach raus. Wo ihr eure ROMs herbekommt, müsst ihr selber wissen. Ich zeige euch nur, wo ihr sie hinpacken müsst. Und zwar geht ihr dafür wieder in den Dolphin unter den Punkt, wo ihr Emu Deck installiert habt. Ich habe das jetzt hier auf einer SD-Karte unten installiert. Bei euch könnte das natürlich auch unter Home sein. Der Weg ist relativ gleich. Und zwar heißt das Ding Emulation. Das solltet ihr auf jeden Fall finden. Und dann ROMs. Und dann habt ihr eine ganze Menge an Unterordner mit den verschiedenen
System. Und dort müsst ihr natürlich das richtige System finden, worunter die ROM abgespeichert werden soll. Jetzt zum Beispiel für GameCube können wir mal reingehen. Da habe ich schon ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel Paper Mario oder Super Mario Sunshine und. Und dort würdet ihr es dann quasi reinziehen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Ordner wieder schließen und wieder zurückgehen in euer Emutec. Und dann müsst ihr auf Steam ROM Manager. Der sorgt dafür, dass die ROMs angezeigt werden in Steam. Deswegen gehen wir da einmal drauf. Hier eine kleine Information, dass das Touchpad dann nicht mehr richtig funktioniert. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir dann bestätigen mit R2, ist aber auch kein Problem. Dann öffnet sich hier so ein zweites Feld. Und hier könnt ihr einmal sagen Toggle Parsers, das sind die ganzen Emulatoren, die ihr drin haben wollt. Das könnt ihr dann hier rechts runterscrollen, welche ihr drin habt und welche nicht. Für mich ist es natürlich der 3DS, N64 und GameCube müsste eigentlich auch angehakt sein. Als kleiner Hinweis, ihr könnt natürlich auch Maus und Tastatur, hier ist Dolphin für GameCube, Maus und Tastatur an das Steam Deck mit Bluetooth anschließen. Mache ich aber nie, weil ich das sowieso nie so oft brauche. Deswegen mache ich es hier mit dem Touchpad. Geht auf jeden Fall auch. Wenn ihr die richtigen angehakt habt, dann geht ihr auf Preview und dann Pass. Ganz wichtig ist natürlich, dass Steam aus ist. Also ihr dürft nicht Steam anhaben und das hier gleichzeitig machen. Und dann werden hier eure ganzen Spiele, die ihr in eure Ordner gezogen habt, angezeigt. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, auch verschiedene Artworks zu nehmen, dass sie halt anders angezeigt werden. Manchmal sind schon ein paar installiert, manchmal nicht. Ja, jedenfalls, wenn ihr das habt, könnt ihr Save to Steam machen. So, dann hat er Done Adding. Dann könnt ihr das wieder zumachen. Wieder zurück zum Gaming Mode. Und dann sind alle Spiele in der Bibliothek vorhanden. Ich hatte die natürlich schon vorher. Hätte Sinn gemacht, wenn ich jetzt ein neues Mal hinzugefügt hätte, damit ihr das wirklich vorher nachher seht. Und dann sollte es so aussehen, dass ihr halt alle... Ihr seht, ne? Die Bilder haben sich geändert. Daran sieht man das schön. Wo ist das Sunshine? Sunshine ist hier unten. Und dann könnt ihr das ganz normal spielen. Jeder Emulator hat verschiedene Möglichkeiten, Einstellungen zuzulassen. Bei Dolphin ist es eigentlich L3 und R3 gleichzeitig drücken. Das geht aber nicht im Emutec. Das geht nur im Desktop-Mode. Man kann zum Beispiel das Tempo hochstellen, das Speed Limit, wenn man Select, also hier diesen Select-Knopf und L2 oder R2 drückt, hoch und runter stellen den Speed. Man kann verschiedene Videoeinstellungen machen und. Da könnt ihr ja mal selber euch schlau machen, was man mit Dolphin alles eingeben kann. Und dann, habe ich keinen Spielstand. Gehen wir eben rein. Ich habe ja auch leider die englische Version, nicht die deutsche Version. So, dann können wir hier zum Beispiel, wenn ihr sagt, wir wollen hier so eine Cutscene, Sunshine hat zum Beispiel eine sehr lange Cutscene, könnt ihr vorspulen, bis die Cutscene vorbei ist und dann wieder die Geschwindigkeit runterstellen, wenn die Cutscene vorbei ist. Kann ich leider auch nicht überspringen. So, jetzt können wir hier wieder runterstellen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist euren Controller richtig einstellen. Ne? Das beim Steam Deck, ne? Controller-Einstellungen, auch die Backpedals benutzen, so wie ihr das möchtet. Aber ansonsten seid ihr dann eigentlich ready zu spielen. Ups. Und es läuft wirklich gut. Also es ist wirklich verrückt, wie gut GameCube emuliert wird. Ich habe viele GameCube-Spiele, ich bin sowieso so ein alter GameCube-Fuchs. Also, es läuft wirklich richtig gut. Ab und zu kann es natürlich es kann mal haken oder so, aber das liegt dann eher am Emulator als wirklich am Steam Deck, weil das Steam Deck wirklich stark genug ist, um das Ganze anzeigen zu lassen. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes großes Thema
die Launcher, beziehungsweise in meinem Fall jetzt hier zum Beispiel der Battle.net Launcher für Diablo 4. Dafür müssen wir natürlich wieder in den Desktop-Modus, weil, das kann ich schon mal verraten, nichts von dem, was wir hier tun, können wir im Gaming-Mode machen. Das muss man immer alles im Desktop-Mode machen. Und zwar gibt es im Desktop-Mode eine ganz coole Sache, und zwar ein Software-Center. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Software schon fertig für Steam Deck zum Runterladen. Und die Software, die ihr benötigt, um Launcher zu installieren, heißt Lutris. Ich hatte die natürlich schon installiert, deswegen gehen wir hier auf Install, damit ihr seht, wie es aussieht. Da oben ist es. Ist so ein cooler. Wer ist das Ding? Ein Otter. Das müsst ihr installieren. Und wenn ihr es installiert habt, öffnen wir das einmal. So, und da seht ihr schon, hier haben wir Blizzard Battle.net. Und was ihr machen könnt, sind hier verschiedene Sachen runterzuladen. Epic Game Store, Origin, Ubisoft und, und. Das macht ihr dann. Und dann ganz wichtig, ihr müsst das einmal im Desktop-Modus öffnen, um euch anzumelden. Anmelden geht im Gaming-Mode nicht. Deswegen auf jeden Fall einmal im Desktop-Modus aufmachen, dort anmelden und alles quasi runterladen, anspielen und alles ready machen. Und erst in den Gaming-Mode zurückgehen, wenn ihr das gemacht habt. Deswegen gehen wir jetzt mal zusammen in den Battle.net-Launcher. Und da seht ihr schon, das werde ich für euch natürlich grau machen, damit ihr nicht meine. Obwohl, ihr könnt die E-Mail-Adresse ruhig sehen, die ist auch bei YouTube und so drin. Da war meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Ganz wichtig natürlich machen, anhaken, dass ihr immer automatisch angemeldet seid. Das machen wir hier weg. Und dann seht ihr schon, sind wir im Battle.net. Und hier könnte ich jetzt Diablo 4, World of Warcraft, Diablo 2, Diablo 3 und so runterladen. Oder halt auch spielen. Ganz wichtig, die Spiele sind arschgroß. Also holt euch auf jeden Fall eine SD-Karte für Steam Deck, wo ihr das dann drauf speichert. Gerade die kleine Version vom Steam Deck kann Diablo gar nicht installieren. Diablo hat irgendwie 90 GB oder sowas und wird ja auch immer größer. Genau, das macht ihr dann alles hier in dem Launcher. Den könnt ihr dann hier wieder zumachen. Dasselbe gilt natürlich auch für Epic Games oder Origin oder sonstigen Sachen. Macht das wieder zu, geht zurück in den Gaming Mode und könnt dort dann genau das gleiche machen, wie ihr es gerade gesehen habt, nur dass ihr dann halt auf Spielen drückt. Und dann öffnet sich das Game und ihr könnt das Game ganz normal spielen von eurem Steam Deck aus. Ich öffne das mal gerade im Gaming Mode, damit ihr da seht, dass es genau gleich aussieht. Was ihr jetzt natürlich nicht habt, ihr habt keine Maus, deswegen müsst ihr das mit eurem Finger machen. Dann klickt ihr einfach da drauf und unten auf Play. Und dann ganz wichtig auch Geduld haben. Also ich weiß nicht, was im Hintergrund passiert, aber es ist auch nicht immer ultraschnell. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt zum Beispiel unterwegs seid und nur Internet von eurem Hotspot habt oder sonstigen Hotspots. Das läuft, glaube ich, in den Launchern alles auch ein bisschen mit dem Internet. Deswegen kann es je nach Internetleistung auch mal was länger dauern. Ich hatte im letzten Video ja das probiert und da war ich draußen auf einem Spielplatz im Nirgendwo mit dem Hotspot. Und da hat das relativ lang gedauert, bis das hier alles geladen wurde. Deswegen da auf jeden Fall geduldig sein. Dann gehen wir hier auf Spielen bei Diablo 4. Dann macht er das nochmal hier kurz zu den Launcher. Dann dauert das nochmal eine Sekunde, genau das, was ich meinte. Und dann geht der rein ins Spiel. Und dann seid ihr drin. Wir gehen jetzt mal eben rein, damit wir auch mal eben ein bisschen Performance gucken können. Damit ihr das mal seht. Ich habe die Performance beim Steam Deck auf komplett niedrig gemacht, weil man das auf dem 800 Pixel kleinen 7 Zoll oder so Bildschirm gar nicht so genau erkennt. Deswegen mache ich da lieber die Leistung runter, um ein bisschen Akku zu sparen, weil Diablo zieht richtig krass Akku. Diablo natürlich ein richtig cooles Beispiel, halt Crossplay, Cross-Save. Da könnt ihr von eurer PlayStation oder Xbox direkt weiterspielen auf dem Steam Deck, wenn ihr mal unterwegs seid. Echt ein cooles Feature. Wir können natürlich hier auch noch ein bisschen heller machen. Gucke ich mir eben auf der Kamera, ob das dann besser aussieht. Ja. Und dann können wir hier ganz normal spielen. Da habt ihr natürlich auch den Vorteil im Gegensatz zur PlayStation, dass ihr die Backpedals habt. Ich habe auf dem Backpedal zum Beispiel mein Pferd angewählt. Und dann könnt ihr hier, wie ihr seht, ganz normal das Spiel spielen. Und auch, es ist leider für euch auf der Kamera ein bisschen nebelig. Ich mache vielleicht gleich das Bild mal wieder ein bisschen dunkler. Vielleicht sieht es dann besser aus für euch. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera so gut rüber, wie es für mich aussieht. Ich kann euch aber versprechen, es sieht echt gut aus für ein Handheld. Und da muss ich auch wieder sagen, ich bin echt ein bisschen traurig, dass Diablo 4 nicht auf der Switch läuft. Auf der Switch wäre es, ich wette mit euch, auf der Switch wäre es auch möglich. Die Switch ist stärker, als der ein oder andere denkt.
Und jetzt ist natürlich die große Frage darauf, worauf alle wahrscheinlich warten. Remote Play von der PlayStation. Wie funktioniert das? Für euch habe ich jetzt natürlich die ganzen IP-Adressen und so weggemacht, weil das müsst ihr jetzt nicht unbedingt wissen. Aber hier haben wir die PlayStation. Ich werde, während ich ein bisschen erkläre, mal reingehen, damit ihr die Performance so ein bisschen sehen könnt. Wir gehen einfach wieder in Diablo. Dann könnt ihr wahrscheinlich am besten direkt die Performance sehen. Was man einem natürlich sofort auffällt, die Qualität jetzt wird natürlich sehr viel besser sein, als es eben im Launcher selber war. Weil wir hier 1080p bzw. 800p, was das Steam Deck kann, Remote Play machen. Ich habe das Ganze übrigens auch unterwegs ausprobiert, also es funktioniert auch mit einem Hotspot. Nicht wie die PlayStation Portable, die ja Ende des Jahres rauskommt, nur im eigenen WLAN. Ja, mal rein. Natürlich lädt das jetzt hier alles auch ein bisschen schneller als auf dem Steam Deck selber und vor allen Dingen ist die Akkuleistung jetzt bei Remote Play sehr viel besser, als wenn wir das Ganze nativ berechnen müssen am Steam Deck selber. Wir haben jetzt hier natürlich nur den Remote Play. Das kostet so gut wie kein Akku. Ich habe es noch nicht aufs Gröbste geprüft, wie lange wirklich der Akku mit Remote Play hält. Aber mit Diablo über Battle.net habe ich so eine Stunde. Und ich habe letztens zum Prüfen hier mal eine halbe Stunde rumgespielt und habe vielleicht 10% an Akku verloren. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel besser. Man sieht schon an der Performance. Ich habe keine Lags oder sonstiges. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt hier natürlich im heimischen WLAN. Wie das dann nochmal unterwegs ist, kann ich euch... Ja, also ich kann es nur aus Erfahrung sagen, dass es vielleicht hier und da mal kurz geleckt hat, aber wirklich immer noch perfekt spielbar. Vielleicht jetzt nicht für ein Call of Duty oder ein Rennspiel, aber so für Diablo oder irgendein anderes RPG auf jeden Fall ausreichend. Und ab und zu hat man natürlich auch ein paar Bildstörungen und so. Warum? Weil das Ganze nicht offiziell ist, Leute. Das hier ist alles inoffiziell. Das hat ein Dude selber programmiert vor Jahren. Das Programm, was hier läuft, nennt sich Hiaki und ist programmiert worden vor 2-3 Jahren oder so. Gibt es auch auf der PlayStation Vita, da hat man es gerade gesehen. Und auf anderen Handhelds und so. Also das ist absolut nichts Offizielles. Und ich zeige euch... Oh nee, ich muss hier erstmal rausgehen. Video wird etwas länger, aber ich wurde darum gebeten, dass das alles lieber ausführlicher ist als weniger ausführlich. Was ich euch auf jeden Fall mal sagen kann, ich habe keine Ahnung, wie hier wo der PlayStation-Button ist. Habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Also das ist der. Das ist Start. Ich habe keine Ahnung, wo der PlayStation-Button ist, lustigerweise. Naja. Aber was wir natürlich machen können, weil ich zu Hause bin, einfach einen PlayStation-Controller aktivieren und die PlayStation runterfahren. Also, das Programm heißt Hiaki. Dafür müssen wir wieder in den Desktop-Modus. Obwohl, ich spare mir das jetzt mal, weil ich habe euch ja eben schon mal gezeigt. Das Programm müsst ihr runterladen aus dem Internet. Ich werde euch den Download in die Videobeschreibung packen, damit ihr die ganzen Sachen nicht suchen müsst. Das heißt, alle Sachen, die ihr downloaden könnt, Emudec und Hiaki, werde ich euch beides unten in die Videobeschreibung packen. Und wenn ihr es installiert habt, dann müsst ihr es natürlich zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Ja, am besten zeige ich euch, wie das geht, ne? Ich habe jetzt hier nochmal in den Desktop-Modus gewechselt und was ihr machen müsst, ist auf Steam gehen. Steam aufmachen. So, dass das offen ist auf jeden Fall. Und dann das Programm, was ihr zu Steam hinzufügen wollt, einmal bei Applications finden. Rechtsklick. Da ist. Und dann Add to Steam. Und dann taucht das hier bei Steam auch auf. Was ihr auch machen könnt, sind natürlich hier Bilder und so wechseln. Das habe ich natürlich alles gemacht. Schön die Logos wechseln und so. Und dann ist natürlich wichtig, dass ihr euch bei Hiaki mit den richtigen Sachen anmeldet, weil da könnt ihr euch nicht, ihr könnt es nicht einfach anmachen und seid im gleichen WLAN und das funktioniert dann einfach. Was ihr machen müsst, ich musste gerade selber nochmal gucken. Also wenn ich Hiaki offen habe, dann habt ihr oben ein Plus, eine Einstellungsmöglichkeit. Dann macht ihr euch das Bild hier größer und habt ihr die Möglichkeit hier unten eine Konsole zu registrieren. Ich werde euch das alles blurren, weil ich nicht weiß, was man mit diesen Informationen alles anfangen kann an Schindluder. Deswegen ist hier natürlich auch oben dieser Host weg, obwohl
Ich glaube nicht, dass die Nummer hier stimmt, keine Ahnung. Und hier müsst ihr die PSN Online-ID eingeben und euren PSN-Account. Dafür habe ich euch unten auch einen Link reingeschrieben, wo ihr dann eure beiden Informationen herbekommt. Dann könnt ihr natürlich sagen, welche Konsole, wir wollen hier PlayStation 5 und auch den PIN. Wie gesagt, der Link ist unten in der Beschreibung, wie das aussieht. Ich würde sogar sagen, ich blende euch hier mal ein Foto ein, wie das Ganze aussieht, wenn ihr es richtig gemacht habt, weil das relativ kompliziert ist und ich auch lange dafür gebraucht habe, bis das funktioniert hat. Und wenn ihr dann alles richtig eingegeben habt, dann müsst ihr in die PlayStation reingehen. Gut, da ich die PlayStation eben runtergefahren habe. Und dort auf Remote Play gehen. Hier oben habt ihr Einstellungen und dann müsst ihr auf... ist der? Ja, Remote Play. Remote Play aktivieren und dann Gerät verknüpfen und dann wird euch ein Code angezeigt. Und dieser Code ist das Passwort, was ihr eingeben müsst bei Hiaki. Das heißt, die anderen beiden Informationen bekommt ihr von dem Link, den ihr unten in der Videobeschreibung, wo ihr alles eingegeben habt, habe ich euch ein Bild eingeblendet. Und bei Gerät verknüpfen habt ihr den Code, den ihr eingeben müsst bei den Einstellungen. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte eure Konsole hier auftauchen, wo ihr dann Doppelklick drauf machen könnt. Dann öffnet sich der Stream. Guck, es geht auch im Desktop-Modus. Und dann sind wir genau da, wo ich gerade aufgehört habe. Und könnten hier dann ganz normal wieder weiterspielen, irgendwelche anderen PlayStation-Spiele und so weiter. Und so habt ihr dann PlayStation 5 Remote Play über das Steam Deck. Ist eine sehr coole Sache und ich kann euch versprechen, viel mehr kann die PlayStation Portable dann Ende des Jahres auch nicht. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann habt ihr in der Steam-Bibliothek sowohl eure PlayStation Remote Play wie eure Emulatoren und natürlich auch eure Launcher-Spiele von den Launchern wie zum Beispiel Diablo oder Fortnite oder andere Epic Game, Battle.net und Launcher-Spiele. Ich hoffe, ich habe alles verständlich rübergebracht. War für mich auch das erste Mal, dass ich so eine Art von, nicht das ganz erste Mal, aber es sind immer schwierig, solche Videos vernünftig rüberzubringen, so dass es auch verständlich ist, weil das immer sehr komplizierte Sachen sind, wo man selber sich auch ein bisschen reinfuchsen muss. Wenn ihr da noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich versuche, alle Kommentare zu beantworten, wenn es nicht schon im Video beantwortet wurde. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like und was mich interessieren würde, wollt ihr in Zukunft vielleicht noch mehr über das Steam Deck, mehr über andere Sachen wissen, findet ihr solche Videos auch cool auf dem Kanal, lasst mal unten eure Meinung in den Kommentaren stehen, würde mich sehr interessieren, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.